Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Wayroader. Zwischen Episode 3 und dieser Episode ist einiges an Zeit vergangen. Zumindest in-game. Wir haben über 100 Stunden jetzt hier auf unserem Multiplayer-Server verbracht. Es ist ziemlich schwer geworden, von Wayroader irgendwie Abstand zu bekommen. Sobald man einmal angefangen hat, kann man irgendwie gar nicht mehr aufhören. Und es hat daran geändert, dass man hier unseren eigenen Community-Server gemacht haben aus dem Safe-Game, aus Episode 3, und eben, da sind jetzt über 100 Stunden reingelaufen. Entsprechend ist jetzt der Unterschied relativ groß. In Episode 3 hatten wir ja noch Preisen freigeschalten, und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was wir jetzt freigeschalten haben. Wir haben jetzt unter anderem die Strecke hier nach Brooks weiter, wir haben jetzt hier noch Alaka hier unten inklusive der Junction. Und wir haben noch diverse Verbesserungen auf der Strecke gemacht, wie zum Beispiel Dieseldepots etc. Aber das alles nicht auf Video. Wir haben auch hier den Interchange hinter Silver. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir jetzt hier in die Multiplayer-Session mit reingehen und das Ganze nicht mal noch neu machen, weil das ein richtig guter Flow gewesen ist. Und bezüglich Tutorials wird eventuell später kommen, beziehungsweise haben sie ja auch schon andere YouTuber, denke ich mal, zu dem Zeitpunkt gemacht, aber das hier in der Community auf dem Server läuft richtig gut. Wir haben alle viel Spaß und ich dachte, wir fangen jetzt einmal an und ich zeige euch das mal, wie das bei uns auf dem Server so abläuft. Und wir spielen in dieser Episode Multiplayer. Wir haben entsprechend Leute eingeladen. Das war einerseits der Ecke 5515. Moin, Sinn. Ja, moin. Der liebe Himmelsrecher ist mit dabei. Moin. Der Jack ist da. Grüße. Altbekannt auch der Yoshi mit dabei. Grüezi. Der Monty. Grüße. Und der Story. Hello. Sind alle schon des Öfteren hier auf dem Server unterwegs gewesen. Wir haben sogar einen kleinen Workaround gefunden, dass wir den Server einigermaßen durchgehend laufen lassen können, bevor der eigentliche dedizierte Server kommt. Und alle von den Leuten sind schon unterwegs in der Lokomotive und gehen Aufgaben nach. Die werden wir uns dann gleich noch anschauen. Meine Rolle für heute ist erstmal der Dispatcher, damit wir hier mal eine Übersicht haben. Einerseits, wie Dispatch-Rolle soweit funktioniert, was die einzelnen Züge machen, dann können wir hinterher gehen, schauen, was sie so machen und sind so quasi im Mittelpunkt. Und genau da würde ich jetzt erstmal reingehen. Wir sind jetzt hier in der Bryson Station und gehen erstmal hier rein in die Dispatcher-Position. Und das ist unser Pult. Ihr seht, das geht jetzt hier bis Brooks auf der linken Seite und auf der rechten Seite bis Silver. Und hinter Silver ist dann der momentane Interchange, wo wir den Wagen hinbringen müssen für den nächsten Tag, beziehungsweise für den neuen Wagen reinkommen. Wir haben jetzt hier auch schon Tafeln verteilt. Das ist übrigens optional, das muss man gar nicht machen. Man kann auch auf den weißen Punkt gehen, um zu schauen, wo welcher Zug ist. Und wir haben momentan ein bisschen an Stau in Witt hier, da geht ein bisschen was ab. Wir haben zum Beispiel hier den Zug 13 und 21, das sind zwei Loks. Ich glaube, da ist Dormega drin, nicht wahr? Korrekt. Und macht da dann Skiaufgaben. Dann haben wir hier einen Passagierzug, der momentan hinter Bakers ist, der geht weiter nach Silver. Dann haben wir noch die Lok Nummer 12 in Witt hier Depot. Vitia Depot ist übrigens hier der alte Interchange, wo diese Sägemühle ist. Das wird hier im Dispatcher nur als Connelly Bench hier angezeigt. Das ist hier auf der Minikarte der ganze Bereich hier. Und dann haben wir noch die Lok Nummer 4. Die ist effektiv in der Branch hier drin. Wenn wir uns das mal hier anschauen. Nein, die Lok Nummer 4 ist auch schon ins Depot reingefahren. Die war in der Branch drin. Und ansonsten haben wir die Lok Nummer 11 hinter Silber. Die momentane Aufgabe ist, dass da die Wagen bis nach Wilmot eingesammelt werden und mit der Retour gehen. Die ganze Streckenfahrt kommt noch. Wir schauen jetzt erstmal, wie hier die ganzen Bewegungen sind, wie das als FTL ist. Und ich würde sagen, liebe Leute, ihr könnt alle wieder losfahren und mich jetzt als FTL stressen. Und damit ist die Session eröffnet. Gut, die 1337 an FDL. Ja, hört. Ich würde gerne Richtung Wilsboro weiterfahren. Die Fahrstraße gebe ich dir. Kannst du losfahren. Wilsboro vermutlich auf
Ja, du hast so oder so auf Gleis 2. Ja. Haben wir eingestellt. Wunderbar. So, die 12 für FDL bitte. Wert? Die 12 würde gerne Vidya Depot aufs Hauptgleis nach Sylvia in die Papiermühle und in Dilsboro Wasser fassen. Ist frei. Welche Erlaubnis hast du? Das Hauptgleis ist frei. Ausfahrt Richtung Thomas Valley. Dankeschön. Dann einmal die 2. Ich würde gerne einmal nach Hartwood, also von Bryson Richtung Alaka Junction raus und dort Wagen abholen. Einmal einfach ins Hauptgleis und dann über Hauptstrecke. Von Gleis 2 aus. Ja. Okay, in Alaka Junction, wohin genau? Zu den zu Hartwood, also davor schon die Abzweige, direkt hinter Bryson, die Abzweigung schon weg. Da sind noch Wagen, die zusammengesammelt werden sollten. Ah, okay, alles klar. So, falls ihr jetzt nicht weiß, was die Nummer 2 meint, die Hauptstrecke geht jetzt hier auf dem Berg hier hoch und die 2 fährt jetzt quasi in diesen Stich da hinten rein. Wir können jetzt hier in die Außenansicht reingehen und der 2 auch entsprechend mal folgen, die hier hinten ist. Hat hier das Ausfahrsignal. Abstrecke geht hier in der Mitte weiter und er fährt jetzt hier nach rechts nach unten. Da gibt's Geld. Sehr nice. Vielleicht für euch auch noch interessant, wie es momentan bei uns finanziell oder generell für die Statistiken so aussieht. Wir haben momentan 4000 Geld. Wir hatten schon mal ein bisschen mehr. Wir haben zwischendrin noch einen Kredit aufgenommen. Und rein von der Reputation schaut es jetzt aus, dass wir 98% haben. Böse Glück in die Runde. Passenger Network Service 100%. Sehr gut. Freight Performance 97%. Da muss man auch sagen, das ist ein bisschen zeitabhängig. Wir spielen in den meisten Fällen im Faktor 2:1. Momentan ist es gerade Echtzeit, damit es hier nicht dunkel wird, unter anderem für das Video. Aber ansonsten ist es eigentlich 2:1. Und Operation Safety haben wir 64%. Frage an die Runde: Was ist denn da so passiert? Also ich war einmal dafür zuständig, unter anderem mit der Lok, mit der ich jetzt halt gerade fahre, mit der 2, bin ich in dem ersten Mal, wo ich die Lok gefahren bin, vielleicht ein bisschen schneller auf der Strecke geworden, den Berg runter, und habe sie mit ein paar km/h zu viel in den Sand gesetzt. Ein bisschen schneller. Ah, es waren so rund 25 km/h zu viel. Also mit 40 im 15er Bereich, das war ein bisschen knapp zu viel. Wie gerade erst bei der Lizenz entzogen. Wir hatten immer rangiert und da war gerade das Sofa mal ganz kurz weg gewesen. Und als wir alle wieder drauf waren, war da eine Wagen entgleist. Warum auch immer. Und dann hatten wir noch den Fall, das ist vielleicht auch interessant, als wir mit einem Waggon auf die Drehscheibe fahren wollten, dass man innerhalb der Drehscheibe dann nicht mehr bremsen kann, wenn man einen Waggon hinten dran hat. Und der dann mal eben von einem Smart verwandelt worden ist. Ja, da habe ich die Bilder auf Discord gesehen. Das sah nur sehr interessant aus. Aber man kann so grundsätzlich sagen, die Clique hier ist seit Release eigentlich durchgehend am Zocken. Primär sogar auf dem Server hier, Black Lane Railroad. Wie ist denn für euch so die Erfahrung gewesen für Railroads Online? Also, wie seht ihr das? Wie ist Railroads Online für euch? Angefangen mal beim Ecke. Railroad oder Railroad? Ah, Railroader, Entschuldigung. Aha. Ja, ich wollte gerade sagen, hä? Die zwei. Böse Fee. Wartet, durch die zwei Spiele machen müsste, ne? Nein, ich enthalte mich lieber dazu. Na, also wie ist für dich Railroader für dich? Also mega. Ja, also viel besser wie Railroad. Ne? Vor allen Dingen auch flüssiger vom Server her. Also, absolut. Man hat einfach nur Spaß. Also gerade der Multiplayer funktioniert halt richtig, richtig gut. Man hat halt kaum irgendwie einen Lag drin. Ich meine, ab und zu bleibt es mal ganz kurz stehen vom Bild her, wenn jemand gerade joint. Ansonsten läuft es wirklich flüssig. Man kann den Leuten hier gut zugucken, so wie wir das jetzt gerade machen. Ist nachvollziehbar, gar großer Delay.
Es kommt aber auch wie in Ravers Online ab und zu vor, dass Wagen und der Lok mal ein bisschen zittern. Es ist aber jetzt nicht so extrem wie in Ravers Online, wo die dann durch die Gegend umspringen. Das ist wirklich nochmal leichtes Zittern. Nichts, was jetzt großartig störend ist. Himmelsrecher, wie ist für dich Ravoder? Kommst du davon überhaupt noch weg? Tatsächlich, manchmal habe ich noch so das Gefühl, wenn ich so drüber nachdenke, welches Spiel besser ist. Ich habe teilweise bisher noch das Gefühl, dass Ravens Online tatsächlich ein bisschen immersiver ist, weil man mehr das Gefühl hat, als Mensch da lang zu laufen, weil die Steuerung der Loks halt teilweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig in diesem Spiel ist. Aber wenn man sich dann einmal reingefunden hat, ist es ein so einfaches Spiel und es macht so viel Spaß, da eigentlich auch sich tatsächlich mal nachdenken zu müssen, wie man fahren muss und wie man sich alles zusammenbaut. So, da kommt man dann irgendwann echt nicht mehr weg, gerade wenn man halt diese Logik dahinter einfach liebt. Was sind so deine Top 3 Highlights für Rayboarder? Eindeutig die Grafik und die Übersicht, die man einfach hat. Also man kann super schnell eine Übersicht entwickeln. Das ist für mich einfach mit so der Hauptpunkt. Dann, es gibt diese Loks. Ich wollte einfach immer mal diese Loks haben. Und auch wenn wir jetzt bisher noch keine haben, ich finde, wir haben zumindest die Option, eine zu haben. Und das finde ich schon super. Und einfach die Strecken. Ich finde, an einigen Stellen sehen die Strecken so viel cooler aus. Dadurch, dass sie vorgeplant sind, dass man vernünftige Strecken hat, die nicht einfach wie gerade in Railroads Online teilweise in die Landschaft einfach reingesetzt wirken. Meine kurze Frage. 12, bist du schon unterwegs? Die 12 ist auf dem Weg, ja. Richtung Interchange. Ja. Thomas Willi ist jetzt als nächstes dran. Oh, alles klar. Gott, schon gewundert. Der ist Post. Gut, Jack, wie ist denn für dich Rayboarders so bis jetzt? Also, absolut Suchtpotenzial, leider. Wird da kaum noch was hier. Nee, wirklich top. Also gerade jetzt in der Early Access Phase eigentlich noch. Es ist trotzdem schon so viel und es spielt sich so gut. Es fährt sich flüssig, es funktioniert einfach. Man merkt an vielen Ecken, dass sie auch von der Bedienbarkeit einfach sich da schon im Kopf gemacht haben, wie kann man es einfacher gestalten, gerade im Vergleich zu besagten anderen Spielen. Und dann für mich persönlich das Highlight natürlich die Dispatcher-Möglichkeit. Weil es gerade jetzt hier im Multiplayer wahnsinnig das Leben nicht nur vereinfacht, sondern auch einfach noch eine ganze Ecke Spielspaß mit reinbringt. Ja, vor allem, das ist ja ein Feature, was sie ja recht spät erst angekündigt haben, dass sowas überhaupt kommt. Und das ist dann noch mit eingefügt haben, das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, das Early Access Komplettpaket, was es jetzt hier gibt, die komplette Nebenstrecke mit Dispatching und Co., das ist richtig geil. Und Gott, es ist ja auch richtig immersiv, wenn man dann zu 8, zu 9, zu 10 dann hier auf der Strecke dann alles, was sich absprechen muss und jeder was zu tun hat, unterschiedlicher Verkehr hat. Also, es ist eigentlich für jeden was dabei. Monty, wie ist für dich, Rayboarder? Kommst du noch weg davon? Nee, also weg davon kommt man definitiv nicht mehr. Wenn man einmal angefangen hat, dann ist das schlimmer als gefühlt jede Droge. Ich bin zwar ja auch erst seit ein paar Tagen dabei, aber eigentlich kontinuierlich immer wieder da. Es macht so viel Spaß, das Spiel. Sieht auch sehr gut aus, das ist sehr detailliert gemacht. Bisschen unübersichtlich finde ich tatsächlich, dass man nicht immer genau weiß, wo jetzt welcher Waggon steht, dass man so ein bisschen dahin fliegen muss, um zu gucken. Aber ansonsten, wenn man es einmal reingefuchst hat, dann ist das echt ein ziemlich einfaches, aber auch sehr detailliertes Spiel. Ja, jetzt laufe ich auch nochmal, dass irgendwo so eine allgemeine Übersicht kommt mit, die Waffen müssen dahin etc. Man hat ja diese Switchlist, die man sich ja zusammenstellen kann. Also vor allem der Checkpoint dabei, um entsprechend damit zu arbeiten. Aber ansonsten muss man halt wirklich auf der Karte rumgehen und gucken, was muss im Interchange, was muss so irgendwie so der Industrie. Man sieht das ja recht einfach mit Hub. Aber da würde ich mir auch so eine kleine Übersicht machen. Stommy, wie ist denn bei dir? Ja, einfach wieder ein absoluter Potenzial. Ich habe jetzt 4 Tage nichts anderes gemacht, außer dieses Spiel. Was würdet ihr sagen, wünscht ihr euch für Rayboarder in der Zukunft? Jeder frei raus.
Also, was ich mir auf jeden Fall noch wünsche, ist eine größere Auswahl an Logs. Ich soll jetzt nicht heißen, dass die Auswahl ist gigantisch. Wenn man sich tatsächlich einfach mal im Sandbox-Mode alle Logs anguckt, sind das echt eine Menge. Aber ich fände teilweise wirklich cool, wenn man ein paar mehr Logs hätte, gerade ohne Tender. Weil mir ist bisher sind 3 Logs aufgefallen, die keinen Schlepptender dran haben. Und das sind 2 Diesel-Logs. So, der Rest fährt mit Tender, da fände ich so ein bisschen mehr Variation ganz cool. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das in den nächsten Jahren noch kommen wird. Ich meine, wir befinden uns immer noch in der Early Access. Also ich kann nichts anderes sagen als ganz klar, ich hoffe, dass noch stellwerkstechnisch noch ein bisschen mehr dazu kommt. Was genau willst du denn da wünschen? Ja, ich denke mal, auch mechanisch gerade Beißen durch den Bahnhof Beißen einfach, da könnte man auch super noch manche Möglichkeiten dort noch eine schöne Hebelbank mit einbauen oder halt wirklich elektromechanisch oder wie auch immer. Also da könnte man sicherlich noch ein paar schöne technische Spielereien. Ich meine, es hat ja im Beißen, das ist eine kleine Gebäude da. Das ist ein kleiner Turm, der ist so... Bis der da hinten. Da ist er. Der sah ja eigentlich so aus, als hätte der eventuell mal eine Hebelbank drin gehabt. Oder hätte drin haben sollen. Wo du die lokalen Weichen da irgendwie legen kannst. Oder es ist halt effektiv halt nur ein Ausguck. Ich weiß halt nicht, wie es im Original hier gewesen ist. Aber bei so einem Bahnhof wie Preisen stelle ich mir das schon ein bisschen umständlich vor. Dass die ganzen Bahnhofsweichen Handweichen sind. Gerade wenn es irgendwie so der zentrale Bahnhof von der ganzen Nebenstrecke gewesen sein soll. Also ich würde mir wünschen, wenn es einen Ablaufberg geben würde, mit einem zentralen Platz, wo du die Waggons vorsortieren kannst. Naja, gut, das kannst du ja teilweise bei den Industrien ja schon machen. Wenn es ja abschließend ist... Kupplung aufmachen, Bremsen lösen und runterschubsen. Oder runterlaufen lassen. Geht ja beides. Ansonsten bin ich wunschlos glücklich. Ja, wo sie noch ein bisschen dran arbeiten können, ist vielleicht an der Performance. Ne? Wenn du mit mehreren Dampfloks in einem Bahnhof stehst, dann merkst du das schon, dass da viele Polygone geladen werden. Ja. Das aber das sind eher so nebensächliche Kleinigkeiten. So jetzt auf der freien Strecke oder so, ist das ja gar kein Problem. Ich hatte aber bis jetzt noch nie den Punkt, wo ich gesagt hätte, oh, jetzt ist es unspielbar, jetzt geht's gar nicht mehr. Also Jobs nee, ja, nicht. Aber es ging eigentlich immer. Ich hätte einmal kurz Anfrage für den Fahrdienstleiter. Einmal hier aus meinem Anschluss für die 2 wieder raus, einmal nach Boisen in die Abstellung, dass ich den Wagen dahin bringen kann. Alles klar. Die 1337 du. An den FDL. Nein, Moment. Die 2 kann ich überhaupt zeigend auf Gleis 2 einfahren. Handweichen sind deine. Okay, überhaupt zeigendes Handweichen sind meine. Genau. 1337, ich höre. Ich erreiche jetzt Silva und würde dort mal Kohle nachladen und würde dann wieder zurückfahren. In Silva? Ja. Wo bist du da Kohle nachladen? Bei Interchange. Kohle? Ja. Gab's da ein Upgrade, von dem ich noch nicht weiß? Dort kannst du nichts nachladen. Dann Dillsboro. Also, ja, Dillsboro Depot. Fährst du da als Solo-Lock hin? Nein, ich fahr komplett runter. Als komplette Einheit. Ja, dann... Tu erstmal fahren. Ja. Du fährst übrigens. Du hast jetzt aber in Silver Station. War nicht kalten, ne? Wollte ich gerade sagen. Nee, weil die Gleise hier verkehrt liegen. Deswegen musste ich gerade mal weiterfahren. Ja, den muss ich jetzt schon oben liegen. Das ist alles hier Handweichenbereich. Ja.
Ja, jedenfalls, sobald du da angehalten hast, tust du einmal umfahren. Und so wie du wieder rausfahren kannst, dann gib Bescheid. Dann lasse ich dich auf Dilsboro Gleis 2 ein. Dann kannst du da mal Wasser fassen, beziehungsweise abkuppeln. Und kannst ins Depot weiterfahren für die Kohle. Okay, danke. Dann die 21 und 13 für die Fahrnetzleiter. Wert? Einmal von Wittia Gleis 2 nach Eda Gleis 2, bitte. Alles klar. Halt. So. Fahrstraße liegt. Kannst du los? Der Fahrdienstleiter für die 11. Wert? Ich habe jetzt hier im Silver Depot alles soweit rangiert. Kommt die 12 jetzt runter und sammelt die ganzen Interchange-Waggons ein? Nee, das wäre eigentlich die Aufgabe. Die 12 kommt jetzt zu dir runter und tut Wagen für Interchange erstmal platzieren. Ab wo soll ich denn dann einsammeln? Also ich meinte, Dilsboro hat es hier noch was und in Wilmot hat es garantiert noch was. Ja, die 12 ist ja schon bei Barkas. Ja, aber ist ein schwerer Güterzug. Da kommt nichts mehr hinten ran. Alles klar. So, die 1337 an den FDL. Ja, hört. Ich kopfe noch schnell um, ja. Ja, sprich dich mal bitte mit der 11 ab, was sie gerade macht. Ihr seid in dem Bereich, den ich nicht sehe. Ja. 11, wie sieht's aus? Bist du noch da am Rangieren? Ich hab hier alles soweit fertig. Ja, könnt ihr jetzt entweder leer hochfahren und dann abholen oder. Was sie möchten. Wie gesagt, kannst gerne durchfahren. Ich bleib gerade hier stehen dann. Ja, alles klar. Was macht denn die 4 gerade aktuell? Ich rangiere in Witcher Deeper. Ich habe hier ein bisschen was zum Zusammenstellen. Brandholz. Wie viel von diesen Cordwood-Wagen hast du noch? 4. Gesamtgewicht 350 Tonnen. 12 für Fahrdienstleiter, bitte. Wert? Ich würde dann ganz gerne ins Dilsbo BW zum Wasser fassen. Alles klar. Juhu, danke. Einmal Frage, wie weit haben wir irgendeine Lok gerade in der Nähe von Bryson, die Richtung Interchange fährt? Okay, ich höre schon gar keine. Dann würde ich mir sonst hier die Wagen schnappen, die eh zum Interchange müssen und schon mal hochfahren nach Ella und die Wagen, die dort stehen, zum Interchange auch zusammen rangieren. Ja, Ella könnte sein, dass du kurz warten musst, weil da gerade ein anderer Güterzug ein, der da unten arbeiten muss. Ja, alles gut, lass ihn eben. Ich muss eh noch meinen Zug dann kurz wieder zusammensetzen. Ich hatte mich ehrlich gesagt eben von meinem Wagen erst abgekuppelt. Ja, da gibt dann Bescheid, wenn du fertig bist. Ja, mach ich. Jack, für die 12 bist du effektiv beim Depot Wasser fassen oder in Dilsboro Station? Ich würde gerne Depot. Ich glaube, das wird ein bisschen knäppelig gerade, ja. Aber sollte passen, aber Depot wäre gut. Okay, ja, dann ist erstmal Dilsboro keine Einfahrt. Aber das müsste ja reichen, weil dann kannst du da ins Depot rein. So, schauen wir mal, was die Kollegen hier machen. So, die 2 wäre bereit zur Abfahrt. Aus Gleis 2 raus dann. So,
Und du hast Fahrt. Ich habe Fahrt, dankeschön. Geht aber erstmal nur bis Goff eilet für dich. Ja, und dann kreuze ich mich damit auf 12. Gut. 21. Oh, 21. Sorry. Bei dir 21. Fährst du nochmal aufs Hauptgleis oder reicht Gleis 2? Gleis 2 reicht. Dann liegt die Weiche auch wieder aufs Hauptgleis in Boeißen. Super, besten Dank. Wenn ihr jetzt alle irgendwie Negativpunkte habt, wo ihr sagt, das stört mich jetzt an Wave, oder? Was wäre das dann? Ich fühle mich manchmal verdammt langsam, habe ich das Gefühl. Also, ich, ja, ist realistisch. Finde ich alles in Ordnung, aber manchmal fühlt man sich gerade schon so, wenn man dann halt mit 30 irgendwie so eine Strecke lang kloppt, dann dauert das schon echt ewig, um zwischen zwei Stationen hin und her zu kommen. Ich meine, es ist manchmal auch ganz angenehm, dass man tatsächlich mal fahren muss, aber dann lohnen sich halt kleine Züge überhaupt nicht. Man möchte eigentlich immer riesige Züge zusammenbauen, damit es sich halt lohnt dann. Mit die Frage, was heißt, dann lohnt sich's? Dass man wirklich das Gefühl hat, dass man damit was gemacht hat. Sonst ist man so gefühlt eine Stunde lang gefahren von Bryson runter zum Interchange in Silver, weil die Wagen dahin müssen mit so zwei Wagen dran und kommt da an und merkt so, ah schön, jetzt muss ich noch weitere 20 Wagen holen, die da auch alle runter müssen und fährt diese Strecke irgendwie an einem Tag gefühlte 20 Mal. Ja, also was man relativ schnell lernt in Wayboarder ist wirklich effizient zu arbeiten. Also nicht heißt, dass man jetzt einen Mega-Güterzug braucht, aber man muss schon ein bisschen vorausschauen planen, damit die Sachen entsprechend effizient runterkommen. Und klar, es ist halt nicht schnell, es ist halt eine Liebestrecke. Das höchste der Gefühle sind 45 ab und zu mal. Sonst im Durchschnitt 30, 35. Aber ich bin überrascht, eigentlich wie lang die ganzen Fahrzeiten sind. Gerade von Exchange nach Bryson und Bryson dann bis zum anderen Ende sind dann knapp 2 Stunden. Es sah ja irgendwie ganz am Anfang so aus, ah ja, das hat man recht schnell, 20 Minuten ist fertig. Aber es dauert überraschend lang und vor allem die ganzen Upgrades und die Kosten mit involviert. Ich meine, wir sind jetzt da irgendwie im Team unterwegs, im Durchschnitt mit 8 Leuten. Jetzt eigentlich seit Release durchgehend am Rumfahren, Tag und Nacht mit unterschiedlichen Leuten. Der Progress ist langsam, also es hat echt viel Arbeit. Also rein von dem her, wie sie es aufgebaut haben, was man alles machen muss, wird es nicht langweilig. Der Fahrdienstleiter für die Elf? Ja, hört. Ich würde gerne nach Dillsborough, aber ich habe das Signal verpennt. Hab's gerade gemerkt. Gleis 1. Gleis 1, der zum Rangieren hat, ne? Alles klar, was einfach ist. Vielen Dank. Zwölf, bei dir noch alles in Ordnung? Noch ja. Wie viel Wasser haben wir denn noch? Da reden wir mal noch nicht drüber. Ich hau mal das Spionagekämmer ein. Verdammt, der ist im Tunnel, da kann ich nicht reingucken. Gut, den einzigen Negativpunkt, den ich jetzt hätte, wäre, wenn sich zum Beispiel Leute teleportieren, dass man auf einmal nicht mehr in seinem Führerstand sitzt, sondern einfach da draußen vor. Ja, das hast du auch ganz extrem, wenn sich jemand mehrfach teleportiert, ne, dann ruckelt das halt bei allen so ein bisschen, ne? Tech, schaffst du das?
Es wird knäppig. Ich glaube, Stormy sitzt gerade da am Rangieren, was ich vorhat. Ich glaube, du schon auch vorher sitzt hier, ne? Ja. Ach, den Witt hier habe ich ja schon die Wagen sogar verbunden. Jetzt wird spannend. FD 1337 an den FDL. Ja, hört. Ich wäre abfahrbereit bis nach Wilsboro zum Tanken. Machst du da schon deine Passagierfahrt entsprechend? Ja. Koppel dann das Wilsboro kurz ab und du dann kurz Kohle auffüllen. Ja, da musst du kurz warten. Die 11 blockiert den Weg für den Moment. Ja, alles gut. 20 Sekunden, ich sehe das Signal. Hey, man merkt aber schon, dass Rayward wirklich von Enthusiasten kommt und sie sich wirklich Gedanken macht, aber auch für Quality of Life Sachen, wie viele Sachen erleichtert. Allein schon das mit der Karte, mit dem Hin- und Her-Trip, klar, hat den Bug, dass dann die Leute teilweise raushaut, bis sie vom Sitzplatz weghaut. Aber es sind so viele Sachen, wo du denkst, ja, da haben sie mitgedacht. Es macht Sinn, dass wir das so machen. Es muss nicht auf super realistisch sein, es kann teilweise auch einfach sein. Das ist Beispiel zum Beispiel auch der AI-Dispatcher, der im Singleplayer ganz praktisch ist, manchmal auch Multiplayer, gerade wenn man ein bisschen hin und her dann chillen muss. Das sind so Sachen, die funktionieren richtig nahtlos und sie haben den Early Access wirklich gut durchgetestet, weil es gab bis jetzt, zumindest bei mir, kein Bug, der irgendwie aufgetreten ist, wo ich sage, okay, das ist jetzt Gamebreaking, dem geht es jetzt nicht mehr weiter. Es waren eigentlich nur so Minimalsachen, eben wie das mit der Sitzposition. Nicht. Der VD ist heute fehlt. Ja, hört. Ja, kann in der 1, 2 oder 7 durch, das müsste ich nochmal retoure und dann auf das Abstellgleis. Die Waggons einmal rausziehen. Nochmal wiederholen, also wo bist du jetzt genau hin? Ich müsste gleich nochmal, wenn der Personenzug vorbei ist, Richtung Silver zurück und dann vor auf das Abstellgleis ziehen. Ja, dann muss ich gerade schnell mal den Personenzug einfahren. Die 21 und 13 sind bereit zur Abfahrt in Ila. Ausfahrt gegeben. Jupp. Ich geb Schmacke. Nur nicht zu viel. Da klingelt's. Du, in Ela ist jetzt Gleis 2 besetzt, oder? Das wird gleich nach mir frei. Nee, also die Frage war, ob du da jetzt Wagen hast stehen lassen für den anderen Nein. Zug. Nein. Okay. Die Wagen stehen alle in den Nebengleisen. Check, du hast ja mal echt Glück. Warte, noch stehe ich nicht dran. 70 Galodo. Sportlich. Das war, gut mit dem Recht. Stormy? Ja. Willst du die Wagen für Bryson gleich einfach im Bryson eben stehen lassen, dann stehe ich die gleich weg? Ich würde ja gleich zurückkommen. Ich würde jetzt ungern mit der 2 bis zum Interchange runter. Kann ich gerne machen. Hey, weiß ich, Jack. Also, glaube ich, jetzt ein bisschen zu viel Gas gegeben auf der Strecke runter. Ah, ist ja knapp geworden.
62 Kalorien. Junge, 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 Junge. Der Fahrdienstleiter für die 11. Ah, jetzt? 61 Kalorien. Dann nur für dich gleich zur Info. Wenn ich gleich dann auf Locus Pin drauf fahre, müsste ich 3 Waggons runterziehen, zwischenpacken und davon einen Waggon wieder auf Locus Pin draufsetzen. Alles klar, hab verstanden. Genau die beiden mittleren, die ich abnehmen muss. Die 1337 an FDL. Ja. Ich werde die Waggons am Bahnsteig abkoppeln, schnell tanken, laden, also Kohle, Wasser, und werde mich dann direkt wieder ranhängen und dann weiterfahren. Ja, damit wirst du erstmal warten müssen, weil da steht ein Güterzug. Also abkoppeln kannst du, aber da kannst du erstmal nicht weiterfahren. Okay. Stau in Dispro. Oh, schauen wir mal der 11 ein bisschen zu. Ja, die steht gerade nur. Ja, der Personenzug, da kommt ein entgegenkommender Zug. Also ja, der Streckenabschnitt ist erstmal voll. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass da alles voll ist. Ja, ich überlege gerade, wo ich die 2 Güterwaggons gleich hinstelle, weil ich will das Gleis nicht platt machen. Naja, eigentlich... Ja, wobei... Mal kurz schauen, wie vorne das Gleis aussieht. Ja, das geht eigentlich. Sonst würde ich die 2 Interchange so einfach vor den Locus Bin setzen. Ja, Locus Bin, mal kurz. Steht direkt neben mir. Ja, du kannst ja eigentlich die 2 Interchange-Wagen bis so den Depotgleisen hinten eigentlich reindrücken. Theoretisch. Also beziehungsweise du ziehst mal die 3 Wagen quasi raus, lass die 2 Interchange-Wagen auf dem Gleis stehen, wo du jetzt gerade bist, tust den Locospin wieder reindrücken, damit er da wieder glücklich ist. Und dann kannst du mit denen hinter ins Depot fahren. Kann ich machen, ja. Einmal Frage, lässt du mich noch weiter? Also für die 2 einmal weiter Richtung Illa. Ah, ja, Moment, mach ich. Und die 11 dann bitte einmal raus. So. Du kannst über Haltzeigen fahren. Okay. Richtung Silber. So, die 12 jetzt wieder mit Wasser und den Zug wieder dran. Abfahrbereit, weiter Richtung Papierwerk. Jo, vor dir ist gerade ein bisschen dicht. Immer noch warten. Jo, dann bleibe ich hier stehen. Alles gut. Kann vor dir der Personenzug. Der kann da reinfahren. 37 an FDL. Ja, hört. Ich stehe am Ausfahrtssignal. Du kannst erstmal über Rot fahren bis zum Depot und zum Wasserturm bis zur Bekohlungsanlage fahren. Ja. Für die 1337 Fahrweg nach Wasserturm steht. Danke.
jetzt irgendwie immer so ein Wave, oder? Es konzentriert sich immer auf einen Punkt, wo die ganzen Leute stehen. Mhm. Dann hat man so zwei Leute, die irgendwo anders auf der Map sind, die gar nichts interessiert, was die anderen tun. Die können dann wenigstens ihr Zeug tun und stehen nicht irgendwie im Stau. Aber irgendwie ist es doch immer Witty oder Bryson, habe ich das Gefühl. Eins von beiden hat den Stau. Ja, und ja, auch das, Bro. Das ist so die Hotspots. Ich frage mich, wie das dann wird, wenn dann die Strecke nach ganz links dann frei wird. Der Fahrt ist dann mit... Ja, hört. Möchtest du die 12 vorher durchschicken, bevor ich da weiter rangiere? Ah, die 12 kann gerade nicht fahren. Weil einerseits ist das zweite Gleis blockiert mit dem Personenzug und du stehst gerne auf der Strecke. Nee, ich stehe gerade auf dem Abstellgleis, deswegen frage ich. Ah! Dann kann er vorbeiziehen, dann fange ich hinter ihm weiter an. Es ist sehr gut. Zwei sind eh da angekommen. Dann da hinten im Abstellgleis bitte stehen bleiben. Die 12 hat Abfahrt. Für die 12 Abfahrt weiter Richtung Papiermühle. Jo. Fast 5000 Gallonen Wasser. Das reicht erstmal für die nächsten 10 Minuten. Ja, ich melde mich dann in 3 Minuten nochmal, ja. Ja, wenigstens ist hier der Wasserverbrauch einigermaßen nachvollziehbar. Dabei sind es nur 846 Tonnen, aber das ist wirklich das Stück dann zum Tunnel hoch. Junge, Junge. Die 21 und 13 wären um mit Bryson angekommen. Alles klar. Bahnhof gehört dir. Jo. Die 4 möchte bitte von Vitia Depot nach Silver Interchange. Alles klar, Freigabe für die Hauptstrecke hast du, kannst loslegen. Danke. Wie weit? Dann die 1337 an den FDL. Hört? Ich wäre aufgefüllt und könnte wieder in Richtung mein Gleis fahren. Fahrstraße ist noch gesperrt, bitte da hinten drin bleiben. Gut, die 1337 kann auf die Hauptstrecke bis zum Einfahrsignal von Disborough. Okay, verstanden, danke. Wo wir beim Thema waren, lagfrei. Ja. Mich hat's gerade einfach mal so 3 Meter nach hinten gezogen, weswegen ich den Wagen auf den Prellbock gedrückt habe. Also wir fahren 3 Meter nach hinten zu. Ich bin ganz normal gefahren mit so 3 km/h und auf einmal wurde ich innerhalb von einer Sekunde auf einmal so 3 Meter oder was das waren irgendwie so nach hinten geschoben. Weswegen ich dir einen Wagen auf Freiburg gedrückt habe, um den mittleren Wagen, der so zur Schiene gesprungen ist. Mit freundlichen Grüßen. Okay. Das muss aber vielleicht auch an dir liegen, weil ich hatte es zum Beispiel nicht. Okay, dann kann es auch einfach meine Verbindung gewesen sein. Und ich teleportiere mich ja auch gerade ganz gerne mal vor und zurück. Aber auch nicht. Er ist aber auch nur der Charakter, oder? Nee, auch die Kugelspringen haben ja gerade mal kurzzeitig. Ich schrieg, mein Gott. Sag mal, 1337.
Ja. Ich habe eigentlich gesagt, bis zum Einfahrsignal. Oh. Entschuldigung. Na, jetzt bist du vorbei. Oh. Ist gut. Du ankuppeln. Hat's gerade geringt? Ja. Wollte nochmal gucken, ob du noch wach bist. Der Fahrt ist für die 11. Wert? Ja, dann würde ich gerne einmal zurück und wieder vor. Du darfst das Ausfahrsignal Richtung Silberhof fahren. Merci. Action hier. So. Wie ist denn der Stand in Ela? Ich setze jetzt gerade wieder an die Wagen. Ich habe ihn überwältigt. Der hat leider 18 Schadensprozente jetzt bekommen. Also auf 82 runter. Ja, okay, dann kann er noch fahren. Wollen wir den, genau, das war gerade die Frage, nehmen wir den raus oder? Ja, das ist ja kein Wagen, der uns gehört. Also den werden wir mal runterziehen. Ja. Die Seite für die 11. Hört? Dann würde ich dir jetzt gerne einmal die 2 blocken, nochmal rückwärts über Rot und den letzten reindrücken. Ja, passt für mich. Die 1337 an den FDL. Hört? Ist alles angekoppelt und ich könnte jetzt wieder weiterfahren Richtung Wilmot, Weitier, Ella, Ryzen, Hemingway, Alaka, JCT, Kochan und Alaka. Alles klar, so verstanden. Warte, was ich kommt. Danke. Tommy, du meldest dich, wenn du was brauchst, ne? Jo. Sehr gut. Läuft ja ein Betrieb hier. Ich werde gleich mit der 21 nochmal zum Wasserkran vorziehen und dann könnte es weitergehen. Alles klar. Einmal die Flüssig. Einmal die Frage, Stormy. Fährst du dann noch wieder zurück zum Metal Change? Wenn du mit, also, ja. Also soll ich die, ich habe hier gerade 4 Wagen zumindest schon mal für Silver Interchange. Soll ich die mit nach Horizon bringen und dorthin stellen? Weil hier in Ela würden sie im Weg stehen, glaube ich. Lass sie im Anschluss stehen. Beziehungsweise bring die doch zu den Industriegleisen in Vitia Depot. Ist auch eigentlich eine Option, bring ich die direkt dahin, dann von dort können wir sie ja wegkriegen. Dort hat es dann noch 4 Scheitholzwagen. Und in Wittier direkt stehen auch nochmal 2. Ein Kesselwagen und ein Boxcar. Ja, das wäre schon der nächste Güterzug. Da kannst du eigentlich da gerade alles mitnehmen und runterfahren. Ja, wobei, du hast die 2. Wie schwer bist du denn jetzt schon? Ich habe gerade 188 Tonnen. Okay, das ist noch gar nichts. Also ich wundere mich auch, aber. Mensch, dein Dienstbeutel ist ständig am Klingeln hier. Entschuldigung. Du Spike-Game an, Mann. Aber eins will ich sagen, ne?
Mhm. Das Geld für das Spiel war es einfach wert. Die 29 Euro. Absolut. Definitiv, ja. So, der Fall ist halt für die 11. Wert? Einmal Retour nach Silver zu Interchange. Ja, mach mal. Silver. Steht. Ganz los. Vielen Dank. So, wo wir das Thema gerade schon hatten, dann einmal für die 2 nach Vitia raus. Die 2 nach Vitia. Mach mal. Aber eins muss ich sagen, ich bin gespannt, wie der Server performt, wenn 12 Leute drauf sind. Wie das Spiel allgemein dann noch läuft. Es gehen ja sogar noch mehr als 12. Ja, ich glaube, das Oberlimit sind 32 waren es, glaube ich. Das zweite mit dem Polygon, ne? Das, ja. Nicht, dass es dann zu viel wird auf einem. Also nur als Beispiel, ne? Also dieser Pseudo-Dedicated-Server, den ich da betrieben habe über Nacht und so, der läuft auf einem relativ billigen Notebook. Da habe ich die Grafik einfach mal nach unten gestellt. Aber was ich ja von euch so gehört habe, läuft es dann, wenn es auf dem läuft, eigentlich ganz gut. So, die 21 und die 13 werden zur Abfahrt bereit. Wohin fährst du denn? Nach Robinson Gap Hole. Das ist kurz hinter Alaka Junction, der ja einen Abzweig nach oben. Also bei mir sollte es nicht lang zucken. Sü, machen wir das mal Sü. Sü. Check. Ja. Wenn also ein Zug da zur Kohlemine hochfahren muss bei Laka Junction, das ist dann bei Laka Junction und Bild her einfach normal stellen, oder? Jo. Jo, einfach, sagen wir mal, ja, wie war das normal, die Weichen, ne? Das haben die voll dämlich gemacht. Muss halt Richtung Boxen dann halt vorher. Den kann Personenzug, der Laka Junction Personen aufnehmen will, der muss auch gleich eins. Was? Ja. Wenn. Also Junction runter, dachte ich, wäre ja dann quasi abweichend. Du kannst beide benutzen. Dann handweichen. Kannst du beide, weil es nur einen Baustein gibt? Es gehen beide. Oh, okay. Wüsste ich nicht. In jedem Bahnhof gehen beide. Ab Gleis 3 nicht mehr. Also einerseits ich die Handweiche für die Kohlemine musste dann halt selber noch machen nach der Junction. So, verstanden. Liebe Chaos, erwarte mich da vorne eigentlich noch an Loks. Ah, die sind zum Glück gerade alle nicht bei Vitir. Nee, es kommt dann ein bisschen später noch der Personenzug. Die 12 für FDL, bitte. Wer? Und die 12 ist in East Sylvia und würde jetzt mit rangig arbeiten anfangen. Das passt für mich. Du kriegst gerade noch Besuch von einer zweiten Lokomotive hier. Fährt er durch, oder? Der fährt bis zum Interchange durch. Das ist die Nummer 11. Gut. Ist gerade am Einfahren. Fahrweg für 11 gestellt. Ja, vielen Dank.
Moment, was war denn so das Maximalgewicht, was du mit der 21 auf den Berg hochgefahren bist, ohne Schublock? Ich glaube nicht mehr als 700. Obwohl es so stark ist. Ja, weil jetzt auch mit den 800, ein bisschen über 800 Tonnen gut zu dämpfen. Das Ding ist halt, die Kurven bremsen einen ziemlich stark aus und dadurch kriegst du keinen Sprung mehr drauf. Ich war noch gestern mal schon an dem Punkt, da braucht er 3 Loks. Ja, ist gemein mit dem Kurvenrad in Daumen 25. So, aber jeder ist erstmal um vorn. So, ich bin in Wittier. Wittier. Weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ja, also Wittier Station. Bist du noch auf Gleis 2 im Rangieren? Ja. Ich muss einmal kurz umlaufen und dann die Wagen da reindrücken. Alles klar. Darf der 12 in Istio rangieren? Also alles in Silber hinten müsst ihr euch selber abmachen. Dann rangiert die 12 in Silber mit 1532. Wie viel Platz hat man hier aber nach vorne zum Rausrangieren bis zum Hauptsignal auch nicht? Jetzt bei Wittier, ja? Doch in Wittier, ja. Wenn man da aus dieser kleinen Abseite in der Station rauszieht, nach vorne hat man schon so eine Loklänge. Mit den großen Loks könnte das echt knapp sein. Oh ja. Also ich glaube, das passt, aber das ist schon viel Platz zum Verbremsen hat man da nicht. Spätestens wenn es vom FDL klingelt, weiß ich, da bist du zu weit. War das jetzt blind, lieber FDL? Sag mir mal Bescheid. Also für die 12, den Fahrweg habe ich schon gestellt, wenn du vorwärts komplett raus möchtest und wieder rüber rein. Ja, möchte ich. Ja, dann. Du bist ja auch bei der Weiche, wo du stehst gerade. Da möchtest du noch ein Stück vor. Ansonsten passt. Ja, nach vorn. Gut, danke dir. Worüber ich immer noch impressed bin bei diesem Spiel, ist einfach, wie gut die Bremsen funktionieren an sich. Also es sind wenige Spiele, die tatsächlich mit verschiedenen Bremssystemen klarkommen. Beziehungsweise man hat wirklich ein gutes Gefühl für Länge und Gewicht. Also man merkt, dass die Bremse braucht, bis sie überhaupt erstmal Bremsdruck aufbaut, weil gerade einen langen Zug und das auch wieder gelöst hat. Und wenn du Gewicht hast, was von hinten drückt, dass der Zug entsprechend auch nicht sofort anhält, sondern wirklich braucht, bis er zum Anhalten kommt. Ja. Auch dieses mit dem Lösen. Ich meine, klar, es ist so ein bisschen Betrug, dass man es halt einsehen kann, aber ich meine, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Es ist immer noch irgendwo ein Spiel, was Freizeitleute spielen sollen und auch können. Aber allein, dass man auch Bremsschläuche und sowas tatsächlich darauf achten muss. Wir sind ja hier schließlich nicht bei TD. Wobei ich sagen muss, die geilste Bremse ist immer noch bei Simrail auf der EN57. Das Ding bremst wie ein Panzer.
drückst die Bremse rein innerhalb von 100 Metern, egal wie viel Geschwindigkeit du drauf hast, das Ding steht. Den TD2 der SN81 oder wie das Ding hieß? Ja, der ist umgeschlagen. Einmal... Traktor. Einmal so die Bremse anhauchen und das Ding steht. Die Faust Gottes einfach. Ballerst da mit 60 in den Bahnsteig rein, sie realisierst am Beginn der Haltestelle, dass, oh shit, hier hätte ich halten müssen, haust die Bremse rein und stehst immer noch vorm Ende des Bahnsteiges. Ja, das sind so besondere Züge, ne? Wenn du dann weißt, du bist dran vorbei, drückst die Bremse und wirst einfach dann so stehst. Perfekt. Selbstsichere Schnellbremsung ersetzt die Streckenkunde. Ja, rotes Signal in 50 Metern. Ja, mal kurz bremsen. Kriegen wir hin. Bleibt noch 20 Meter davor stehen. Okay, liebe Leute, wir sind jetzt schon mittlerweile an der Zeit, knapp eine Stunde, und das war jetzt einfach mal so ein kleiner Einblick in den Community-Server. Wenn ihr da selber mitspielen wollt, dann kommt auf unseren Discord-Server. Link ist in der Beschreibung, da sieht man entsprechend. In den letzten Tagen ständig unterwegs gewesen, kommt sehr gerne rauf, kurz mitfahren. Ein bisschen Vorerfahrung wäre natürlich gut für Railroader, aber auch wenn ihr noch keine Erfahrung habt, seid ihr natürlich willkommen, könnt uns da helfen. Und Ziel ist es natürlich, die Strecke auszubauen und dass wir natürlich alle Loks dann hier mal auf der Strecke haben. Bis das soweit ist, vergehen hier sicherlich, würde man sagen, noch mal ein paar hundert Stunden. Und das werden wir dann entsprechend in den Episoden irgendwie aufgreifen. Ich werde natürlich nicht alles zeigen, aber einen Teil davon. Und eventuell, ich weiß noch nicht, haben wir vielleicht mal so Fahrtage hier drin, würde ich irgendwie anbieten. Ja, was überlegen. Bis dahin, ich wünsche euch Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald hier bei Railroader. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.